Was glaubt ihr ganz schön? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Daily Shit, Aufnahme Nummer 2 heute an diesem wunderschönen Freitag. Ich hab's nämlich versaut, ja. Und Christian hat nämlich hier in der Zeit leider das hier geschafft, das haben wir leider nicht auf Band, aber das könnt ihr uns glauben. Wow, wow. Das ist ja voll gelogen! Okay, das ist voll gelogen. Also James muss das schaffen. Wir haben langsam mal festgelegt, dass der letzte irgendwie noch so 3 Versuche hat und dann wird geflogen. Und da Jay heute nicht da ist, war ich der Letzte. Ansonsten müsste Johnny nämlich auch noch mitspringen. Ja. Aber ganz wichtig, Johnny musste heute unbedingt, ganz dringend, um 10 Uhr einen neuen Bildschirm kaufen fahren, weil sein alter ja kaputt ist. Denn er braucht der flackert, 2. Der flackert. Genau, er braucht, also, der braucht 2. Der ist kaputt. Also ich habe gestern noch auf Twitter gelesen, das kannst du fixen, hat jemand geschrieben. Wenn du mit einem Lötkolben umgehen kannst, weißt du, da habe ich, ja, Jay. Ich hab voll kaputt gelacht und habe geschrieben, davon möchte ich bitte ein Video haben, wie Johnny am Bildschirm mit dem Lötkolben gemacht. Oh ja, davon hätte ich auch gerne ein Video. Ja, aber er ist Bildschirm kaufen gefahren, genau. Weil das kann man nur morgens um 10. Bei Alternate, er wird nachher noch im Podcast hoffentlich erzählen, was das für ein interessantes Konzept ist, von dem er uns schon bei WhatsApp berichtet hat. Vor allem, ich frage mich halt, warum der extra nach Alternate gegangen ist. Das heißt, der wird doch wohl in Gießen irgendwie einen Mediamarkt oder Saturn oder so eine Scheiße haben. Ach, verdammt. Ja, Alternate hat er wahrscheinlich auch, aber... Die haben schon zu, Bram, ne, weißt du doch, heute ist doch Wochenende. Das stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, er bezeichnet Gießen ja immer als Kaff. Mal gucken. 80.000 ist jetzt nicht so ein Kaff. Also. Und spätestens 80.000, ja, das klebert auch ein. Ja. Ja, und vor allen Dingen Kleve hat ja ein Einzugsgebiet von 3 Milliarden Quadratkilometer. Hektar. Okay, Gießen hat einen Mediamarkt. Surprise, surprise! Gießen surprise, hat auch einen Saturn. Wie viel Einwohner hat Kleve, weißt du das? Ungefähr? Kann ich kurz nachgucken. 40.000. Alle nur am Googeln hier. Ey. Ja. Weil ganz ehrlich, überleg alleine mal, wo man langfährt, wo dann schon steht Kreis Kleve. Das ist 50 ja riesig. K. Nee, Kreis Kleve ist ja der Kreis. Ja, genau. Kleve ist ja nur die Stadt. Ja. Weeze gehört ja auch zum Kreis Kleve. Genau. Aber Weeze ist eine eigenständige Gemeinde. Ja, wow, die zur Stadt Kleve gehört. Nein, zum Kreis Kleve, Alter. Das ist ein Unterschied. Ja, okay. Aber Weeze gehört zu Kleve. Was habt ihr für ein Kennzeichen? Kali. Achso, das ist ganz schön. Verdammte Scheiße. Aber ja, mittlerweile. Du gehst auch von Duisburg aus, das ist doch eine kreisfreie Stadt, das ist doch gemein. Mittlerweile gibt es mehr Kennzeichen. Meine Eltern haben nicht mehr KLE, die haben mittlerweile. KFM mit einem Paar. Ich glaube G für Goch oder irgendwie GO für Goch oder sowas. Goch kannst du mittlerweile auch als Kennzeichen. Konntest du, ja, weil die Kennzeichen quasi knapp werden und jetzt muss man ausweichen auf das alte geldernahe Kennzeichen. Weil ganz früher war ja Geldern auch. Nee, stimmt, Geldern war, früher war Geldern Kreisstadt, das stimmt. Ja, da hieß das doch noch Gelderland. Nee, das stimmt nicht. Ja, da ist heute sogar noch Gelderland. Und das Krasse ist nämlich, dass auf Höhe von Kleve auf der niederländischen Seite Gelderland liegt. Ja, das. Ja. Gibt es nicht sogar. Früher war das mal eins. Gibt es nicht sogar bei Freelancer ein Sternsystem, was Gelderland heißt? Ernsthaft? Ja, und gibt bei Gothic 3 auch eine Stadt, die heißt Geldern. Ah ja, stimmt! What? Das ist ja krass. Alter, wir kommen voll aus so einem berühmten Gebiet. Nee, bei Freelancer gibt's das nicht. Scheiße. Bei Freelancer gibt's aber irgendwas krass Deutsches, was mir damals aufgefallen ist. Ich weiß aber nicht mehr, was. Kloake. I don't. Alter, wie soll ich denn den Sprung bitte schaffen? Es gibt das Stuttgart-System. Oder? Ist hier ein Vierersprung auf dem scheiß Draht? Ja, spring doch einfach hier rüber. What the heck? Ja, es gibt das Stuttgart-System. Ja, spring einfach. Ich schaffe ja gerade mal den Dreier. Ja, ihr spielt ja auf jeden einfach. Fall musste Johnny sich unbedingt einen zweiten Bildschirm holen, weil mit einem schafft man das nicht. Ne, an einem Tag, wo ich den Daily Shit aufnehme, diesmal richtig, immer noch, ja. Und wir danach Podcast aufnehmen, ja. Wo mit Nino, ich empfehle jedem den Podcast von heute nachher zu gucken. Also ich hoffe, diesmal funktioniert es mit Nino. Ja. Sonst habe ich jetzt wieder was Falsches angekündigt. Doch, ich glaube schon. Heute Abend kommt ja der Podcast dann wieder raus und da wird Nino als Special Guest dabei sein. Nino von Nino Taku TV, ehemals High Five. Ja. Also er war ehemals bei High Five. Nino Taku TV war nicht ehemals High Five, bevor das jetzt Nino irgendwie vorbei. War Nino denn vorher? Bei GameStar? Bei GamePro. GamePro, oh sorry. Ja, stimmt. Oh yeah. Ist ja mehr so, weniger der PC-Spieler, mehr so der Konsolenspieler. Also mehr so Plebs von der Natur her. Ja. Was ist das denn? Seid ihr mein König? Wie war denn dein Stream gestern, Christian? Arbeit, Arbeit. Cool.
was nice. In den okay, nächstes Thema. Was hast du über Johnny Lester eigentlich? Ja, ich wollte auch noch ein bisschen über Johnny Lester. Ich wollte ganz wichtig auch noch mal Sepp mit da reinziehen. Sepp, was hältst du mal, kannst du mal deine Frauenzonentheorie da kurz erläutern? Ne? Ah ja, stimmt. Na, wir hatten gerade schon am Anfang der letzten Aufnahme quasi über den Kölner Karneval gesprochen, weil wir sind ja alles voll Jecken-Typen. Ja. Nein. Ja. Und, alle. Da kam heute Morgen im Radio dann direkt schon die News. Ja, weißt du, jeder wird halt verknackt, wenn er die Polizei doof ansaugt oder anguckt oder was. Dann bist du halt direkt. Ich glaube im Bau ganz ehrlich, geschickt. Wenn du ganz gut aussiehst, dann kannst du wahrscheinlich jemanden ansaugen bei der Polizei und wirst dafür nicht im Bau geschickt. Das kann sein, aber dann ist das vielleicht wieder sexuelle Belästigung vom Beamten. Es wow. wurden. Aber nicht, wenn ich freiwillig die Hose aufmache. So. Also, es kam zu 18 angezeigten Sexualdelikten, 23 Taschendiebstählen, Tassendiebstähle. Peter, ey. Immer diese Pietmi-Tasse, Alter. Ey. 143 Körperverletzungen und 6 Raubstraftaten. Insgesamt nahm die Polizei 224 Anzeigen auf. Wie viele davon natürlich berechtigt sind, ist eine andere Frage. Aber 23 Taschendiebstähle finde ich gar nicht auf Anhieb so krass, ehrlich gesagt, wenn ich darüber nachdenke. Ja, wie hoch ist die nicht angezeigte Quote? Was, ja. Was? Wie viele haben wohl nicht angezeigt? Weißt ja, du, wobei, man muss ja auch denken, Weiberfastnacht war genau, gestern. Gestern waren alle besoffen, heute nüchtern alle aus. Die latschen vielleicht heute Nachmittag zur Polizei, wenn überhaupt. Ja. Das könnte natürlich auch sein. Oder du hast halt dieses typische nach dem Saufen so, ey, wo sind eigentlich meine 100 Euro? Ja, werde ich wohl irgendwo verbraten haben. Ja. Das stimmt. Ja, mein Portemonnaie habe ich mit abgegeben. Ja, ja, werde ich wohl verbraten haben. Ja. Ja. Nee, okay, da gab es noch zwei extra Bier. Voll stupid. Ja. Was macht der Sepp eigentlich da hinten? Guck mal. Gegen 18:45 kam es vor einer Diskothek am Rudolfsplatz zu Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen. Hierbei Nein. verletzten sich 3 Personen. Bei einer Karnevalsparty im AAA versprühte gegen 18.50 Uhr ein Mann 24 Pfefferspray auf der Tanzfläche. Er wurde festgenommen, eine Strafanzeige. Das ist nicht cool, Pfefferspray zu versprühen. Oh. Ich habe da Erfahrung, das ist echt nicht cool. Don't do this shit. Aber muss man sagen, am Rudolfplatz gab es irgendwie, wie viel? 3 Verletzte? 3 Verletzte am Rudolfplatz, ja. Sind nicht da auf der Straße die ganzen Diskotheken, die irgendwie in diesen Mafia-Händen sind, wo es laufend Razzien gibt und die Leute sich sowieso laufend prügeln? Ja, ich weiß also sogar genau, Karneval überhaupt nichts zu tun. Wie wir am Friesenplatz gechillt haben und auf einmal so eine Gruppe einem Typen hinterhergerannt ist und den voll verprügelt hat. Business as usual quasi. Es war spät, da sind die Diskotheken, da kommt das Testosteron. Da kann man mal jemandem auf die Fresse hauen, weißt du? Ja. Das ist dann halt so. In Leverkusen-Schlebusch kam es zu Streitigkeiten innerhalb einer größeren Personengruppe. Durch das schnelle und konsequente Einschreiten verhinderte die Polizei eine Eskalation unter den etwa 40 Beteiligten. Boah, die Beamten sprachen vor Ort 37 Platzverweise aus und nahm 3 Personen in Gewahrsam. Ich habe mich gerade gewundert, 40 beteiligt, nur 37 Platzverweise? Aha. Ja, und drei musste halt direkt mitgehen. Ja, das waren dann wohl die 3, die dann wirklich abgegangen sind. Ja, wobei man muss das ja auch immer so, weißt du, die sagen dann immer, ja, die mussten mitgehen, weißt du, als wenn die dafür 2 Jahre in den Knast kommen oder so. Die kommen wahrscheinlich halt nach bei solchen Bauern Sachen einmal in die Ausnüchterungszelle und dann ist Feierabend. Ja, wahrscheinlich. Ja, gut, ganz ehrlich, wenn die jetzt nicht wirklich irgendjemandem irgendwas krass getan haben, also wenn die jetzt wirklich irgendjemanden hart auf die Fresse gehauen haben und derjenige, der hart auf die Fresse bekommen hat, erstattet Anzeige, ich glaube, dann hast du ein bisschen mehr an dem Backen als einfach nur eine Nacht Ausnüchterungszelle. Gerade in Deutschland ist das doch gar nicht so einfach, Leute einfach in den Knast zu stecken. Nee, kannst du auch nicht. Ja, da gibt es ja dann auch erstmal Gerichtsverfahren und sowas, oder? Ja, und Untersuchungshaft ist doch auch nur irgendwie 48 Stunden. Ja. Genau, du bist ja halt nicht es so lange. Es kommt drauf Knast, an, je nachdem, was du gemacht hast. Du hast wirklich was Schlimmes gemacht, ja. Also, wenn du nur einem auf die Fresse gegeben hast, dann stecken die dich ja nicht direkt für eine Woche erstmal hinter Gittern, bis halt dein Prozess losgeht. Ja, hier dieser Jörg Kachelmann, der beschuldigt wurde, obwohl er nachher gar nichts gemacht hat, der. Leute, Peter, was war das denn gerade? Ja, ich springe einfach, ich hab's ja schon geschafft, ich springe einfach so durch die Gegend. Der war ja mehrere Jahre in Untersuchungshaft, also. Ja, aber der hat ja auch, der soll ja auch misshandelt haben, oder nicht? Ja, sollte er ja, was ja nicht der Fall war. Was ja dann halt doch eine größere Strafe. Oder es konnte nicht bewiesen werden, sagen wir mal so. Zumindest für unschuldig, Befunden worden. Genau, ich wollte gerade sagen, er ist für unschuldig verurteilt worden. Na, nicht schuldig! Farm, nimm den mit! Ewig in die Freiheit!
Freiheit in den nicht schuldigen Knast mit ihm. Ja. Legt ihn den Stern der Freude an. Oh Gott, der Express hat allerdings noch unpassend zu ihrer anderen, zu ihrem anderen Artikel, wo die Polizeibilanz sehr positiv auffällt, natürlich so ein paar Clickbaiter. Sexangriff an Karneval. TV-Journalistin, eine Hand landete auf meiner Brust. Eine Hand landete auf ihrer Brust. Esmeralda. Den Labje. Sie will ja. Ja. Esmeralda Labje. Sie wurde bei einer Live-Übertragung für den Sender RTBF vor laufender Kamera von zwei Männern angegriffen. Das am alten Markt. Täter sind noch auf der Flucht. Ey, das schafft man noch nie mit so wenig Anlauf. Ne? Ich weiß aber auch nicht, wie das ist. Wie man das schaffen soll. Aber die von diesen komischen Zonen, wovon ich vorhin mal gesprochen habe, die heißen Lady Zone. Was? Okay. Lady Zone. Lady Zone. Okay, Moment. Wow. Lady Zone hört sich irgendwie sexuell an. Ich glaube, der Antrag, weißt du, also ich hab gelesen, meine vor allen Dingen, warum nennt man den Digger so? Weißt du, sagen wir mal, du kommst als Migrant hierhin, ja, und hast nicht mal was Böses im Kopf. Man steht da so ein Schild, Lady Zone. Und dann, super, ja, genau, direkt, und dann lernst du so kennen, weißt du, boah, Alter, hier gibt's Lady Zones. Hier gibt's Lady Zones, weißt du, und die laufen da auch noch etwas halb bekleidet rum. Ja, tut mir leid, also. Und die hat ein Kostüm an, ey. Aber ganz ehrlich, ich google gerade nach, was kann ich denn in der Lady Zone denn machen? Da gibt's halt Taxis und Busse, die direkt halt da abfahren, damit die halt safe direkt von da, Lady Zone kommen. Die safe da wegfahren, damit die halt nicht irgendwo rumstehen. Und ja, aber das heißt, wenn ich ein Taxi haben will als Mann, dann darf ich mir das nicht nehmen. Nee, als nicht, Mann nicht bist in du der ja Lady nicht so gefährdet, Zone. Ganz ehrlich. Nicht in der ja, aber Lady ist ja Zone. Wirklich nicht. Also ja, aber dann, sexuelle Übergriffe auf Männer sind ja eher so. Ja, aber dann ist doch ganz ehrlich, ja, das mag sein, das stimme ich auch zu, ja. Aber das dann extra ein Stück Bereich gibt öffentlicher Stadt, wo ich nicht rein darf aufgrund der Diskriminierung meines Geschlechtes, finde ich ganz schön assig. Ich weiß ja nicht, ob man da dann nicht rein darf, aber naja. Das war mal. Weil vielleicht möchte ich genau an der Stelle gerade gegen den Zaun pissen, ja? Das ist ja, das an sich ist ja schon verboten. Ja, und nur weil verboten ist, heißt das nicht, dass ich das nicht wollen kann, oder? Ey, sag mal, wie schaffe ich denn den Sprung hier, Peter? Das check ich irgendwie noch nicht. Okay, pass auf. So ein bisschen zurückgehen. Ja, ich bin so weit zurück wie geht. Ich sehe nichts, wenn du da stehst. Ich tu mal ein bisschen mehr Seite so. Ein bisschen zurückgehen? Ach, verdammt. Ja, nein, ja, das ist nämlich noch ein Problem. Und dann oder ich spiel zu kurz. Warte. Verdammt, der ist schwierig übrigens. Ach, der ist schwierig, Peter. Du hast ihn jetzt zerdacht. Ja, ich hab ihn jetzt echt zerdacht. Verdammt, Scheiße, Alter. Bram, what the fuck? Das aber auch noch nicht. Guckst du nach oben? Ich guck immer nach oben bei Sprüngen. Bram, ich hab irgendwie das Gefühl, dass wenn du nach unten guckst, dass du dann nicht so weit springst. Bin gerade zu dumm dafür. Egal, ich muss weiter Sachen googeln. So, wo finde ich jetzt hier die Ladies, die wollen? Lady Zone, okay. Die Ladies, die wollen. Nee, sag Peter, wir fahren einfach mit so einem Reisebus dahin, weißt du? Wie so Japaner kommen da mit unserem Fotoapparaten da raus und dann geht ab, ey. Ja, echt mal. Wäre ich schon ein geiler Troll, wenn du so eine Lady Zone anhältst, weißt du? Machst du, komm, Lady, steig alle ein, steig dir alle ein, dann bringst du die weg. Lady Zone in Stadtbussen? Männer sollen diese Zone nicht betreten dürfen. Ah. Das ist so diskriminierend, da würde ich mich nicht dran halten, da würde ich dagegen klagen, da würde ich wahrscheinlich sogar gewinnen. Wahrscheinlich. Das gibt's ja nicht, das wurde bisher nur vom Stadtrat vorgeschlagen und so weiter. Ja, und wer ist das? Wahrscheinlich wieder irgendein sexistischer Motherfucker. Oder eine Frau. Gut, das war alles abgedeckt. Oh ja, Bram, Alter, hast du auf den Kopf getroffen. Wie aber ich kann meine, das überhaupt entforst werden? Also du musst dann jede Ladyzone quasi einen Polizisten da stehen haben, der dann erscheint oder so. Du klagst doch auch nicht über Frauenparkplätze, oder? Ja, aber da kannst du auch einfach drauf parken, ohne Ärger zu kriegen. Ja, von so einer alten Oma kriegst du meistens Ärger, dann sagt die, das ist Familienparkplatz, haben die eine Familie? Nein! Ja gut, aber rein rechtlich darf man da halt trotzdem parken. Ja, und das, ganz ehrlich, das mache ich auch. Ich mach das auch. Weil das ist nämlich immer ganz unten, ganz vorne, weißt du? Ja, genau. So, und da steht dann auch keiner, weil sich die voll viele Leute dran halten. Also erstmal da hinstellen. Ja. Aber wie gesagt, ich finde das auch nicht vergleichbar mit dem durchaus berechtigten und sinnvollen Behindertenparkplatz, ja? Ja, das finde ich ja auch. Okay, das war dann aus. Frauenparkplätzen mit Behindertenparkplätzen, also jetzt nicht vom Sinn her, aber. Nee, aber vom Sonderstatus meine ich. Ja, eben. Also, no, Sir. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ach, lol.
Aber man muss ja sagen, weil die Behinderten sich wieder rausnehmen. Ich habe gerade erst gecheckt, wofür Frauenparkplätze sind. Ja, die sind, du hast jetzt nicht im Ernst gedacht. Oh, Peter. Ich dachte, die werden breiter. Oh, Peter. Alter. Oh, nein. Da kommt wieder das Macho. Komm, Peter. Komm, Peter. Peter, noch. Warum sind die, warum sind, oh, das Frauenparkplätze? Peter, das sind Frauenparkplätze, weil die alle näher, der, also viel näher an den Ausgängen sind, sodass Frauen natürlich nicht erst nochmal quer durch diese ganze Scheiße laufen müssen und sich so sicherer fühlen, beziehungsweise auch sicherer sind. Also quasi Sicherheit vor Übergriffen und so weiter, ja, und so fort. Ich dachte echt, die wären ein bisschen breiter, einfach nur, damit es einfacher ist. Boah, Peter, ey. Weißt du, deine Vorurteile. Heute ist wieder richtig gut, ey. Ja, heute haben wir die Leute noch nicht hergezogen? Haben wir doch irgendeine Minderheit? Genau, wenn du willst, kannst du jetzt zum Ende noch mal eine Minderheit raushauen, ja, wenn du beleidigen willst. Niemand? Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle vielmals. Wir hatten Frauen behindert. Und Jay. Frauen ist keine Minderheit. Wir hatten keine Nationalitäten bisher, die wir in irgendeiner Weise. Ich würde Jay gerne noch ein bisschen beleidigen. Jay. Also Jay, die Deutschen sind ja richtig scheiße generell. Wobei, was man Jay tatsächlich sagen kann in Deutschland, sind Männer die Minderheit. Es gibt nämlich weniger Männer als Frauen. Alter, lass Männer zonen. So, jetzt habe ich nochmal Wissen gedroppt. Lass Männer zonen machen. Wie, aber viel kann das ja nicht sein, oder? Nee, ist auch nicht viel. Die Differenz ist irgendwie 200. Ne, 49,6% irgendwie gegen dann halt 50,4%. Aber Minderheit. Und der Grund dahinter? Wäre geil, wenn das nicht 100% ergeben würde. Wobei, es gibt ja die. Ah, ne, es gibt ja tatsächlich noch was. Ja, guck, die haben wir nämlich auch noch hier so. Transvestiten oder. Moment, unter welche Kategorie fallen. Moment, es gibt ja mittlerweile nicht nur Transvestiten, es gibt ja tatsächlich auch. Transgender, irgendwie, mein Traum. Ja, Transgender, genau, gibt's ja auch. Ja, aber Transgender sind ja bis zur Umwandlung, zumindest im Perso, noch mit dem alten Geschlecht erfasst. Genau, da kommt es ja nicht drauf also, an, als wird die sich klein, sondern als wird tatsächlich im Perso stehen. Genau, danach geht ja die Statistik. Danach geht ja die Statistik. Die geht ja nicht bei jedem Fühlen einfach mal zwischen die Beine und alles klar, Mann. Wie beim Papst, weißt du? Ja, aber wonach wird dann bestimmt, welches Geschlecht im Perso steht? Ja, muss, reicht, muss das quasi körperliche Umwandlung sein? Das kommt wahrscheinlich auf das Geburtsgeschlecht an und dann, ob das geändert wird. Und ich glaube, du brauchst Kriterien, schon. Kriterien, dass das geändert wird, kenne ich nicht. Wäre mal interessant zu wissen, ob man dafür tatsächlich sich umoperieren muss. Kann Peter für Mutter nachgucken. Ich mein, wir machen jetzt Schluss hier, ja? 17 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, schönes Wochenende. Ja, wünsche ich euch auch. Na, Vidcast gucken. Ciao. Tschüss. Hören. Ja.